Ja, liebe Frau Schenk, haben Sie vielen Dank, dass Sie uns unterstützen wollen. Wir sind gespannt, was Sie uns gleich zum Thema Führung zu sagen haben. Sie haben eine ganze Reihe von ganz unterschiedlichen Erfahrungen gehabt, haben auch ja, eigentlich mehr als eine Karriere, bestimmt zwei oder drei verschiedene Karrieren gehabt. Einmal als Sportlerin, Sie waren aktive Leichtathletin, haben 1971 einen Weltrekord mit der Staffel im 4x800 Meter Lauf in Deutschland gelaufen in Lübeck, sind dann ein Jahr später Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen 1972 in München gewesen, sind dort Neunte geworden, haben mehrfach an Europameisterschaften teilgenommen, waren deutsche Meisterin, haben aber diese aktive Sportlerinnenkarriere mit etwa 23 Jahren beendet. Sie haben Rechtswissenschaften studiert, haben auch 10 Jahre am Arbeitsgericht gearbeitet, haben als Richterin, glaube ich, auch in gewisser Weise eine Führungsrolle. Dann sind Sie aktive Politikerin gewesen, waren 12 Jahre lang hauptamtliche Dezernentin hier in der Stadt Frankfurt, waren zuständig für Frauen, Wohnen, Sport und derartige Themen. Und 12 Jahre sind ja auch eine lange Zeit und als hauptamtliche Dezernentin haben natürlich auch eine Führungsfunktion, Führungsrolle, nehme ich an. Danach sind Sie dann aktiv gewesen in Verbänden und Organisationen, zum Beispiel waren Sie Präsident des Radsportverbandes, Sie waren Vorstandsvorsitzende von Transparency International bis 2010 und gehören auch heute noch dem Vorstand von Transparency International an. Sie haben sich, glaube ich, während der ganzen Zeit immer engagiert für bestimmte Themen, Gleichbehandlung von Frauen, nicht nur im Sport, aber im Sport vor allem gegen Korruption, gegen Doping und sind da auch, glaube ich, manchmal angeeckt bei Verbänden und bei den Mächtigen der jeweiligen Sportverbände. Und uns geht es heute darum, Ihre ganz persönlichen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, in den verschiedenen Rollen, in denen Sie Führung entweder selber ausgeübt haben oder auch wahrgenommen haben von anderen. Die erste Frage, die ich immer stelle, ist die Frage, ob wir Führung eigentlich brauchen. Und wenn Sie sich mal reinversetzen in die verschiedenen Rollen, die Sie hatten, also Sportler zum Beispiel, stelle ich mir immer vor, die sind so hochgradig motiviert, da weiß man auch, was man zu tun hat und will gewinnen oder will zumindest teilnehmen an den großen Wettkämpfen. Als Richterin hat man da überhaupt noch jemanden, der einen führt? Also brauchten Sie Führung und wenn ja, wann und in welchen Funktionen vielleicht besonders? Also es kommt ja immer darauf an, was man unter Führung versteht. Manchmal ist Führung nur Orientierung oder das Abstecken eines Rahmens. Das hängt aber auch immer von der Konstellation ab. Insofern natürlich, auch als ich Arbeitsrichterin war, gab es insofern Führung, als es einen Präsidenten des Arbeitsgerichts damals in Offenbach gab, einen Präsidenten des Landesarbeitsgerichtes, die natürlich den Rahmen abgesteckt haben für das, was wir Richterinnen und Richter gemacht haben. Richterlich als solches waren wir unabhängig. Das ist ja verfassungsmäßig vorgegeben. Aber eine gewisse Führung ist dann schon da gewesen. Und ich glaube, das macht auch Sinn, dass zumindest, wie gesagt, der Rahmen vorgegeben wird. In anderen Situationen braucht es andere Arten von Führung. Das ist eben immer sehr spezifisch. Wie würden Sie denn gute Führung beschreiben? Und da vielleicht greifen Sie einen der Kontexte mal raus oder vielleicht auch aktuell. Sie sind aktuell tätig als Rechtsanwältin in einer Kanzlei. Dort wird ja auch geführt und auch Sie müssen wahrscheinlich führen. Sie haben wahrscheinlich ein Team von Sachbearbeitern, Sekretärinnen, Sekretärinnen, die ja auch geführt werden müssen im ganz klassischen Sinne. Also unabhängig vom Kontext kommt es erstmal immer darauf an, dass der oder diejenige, die führen, den Kontext wissen und sich darüber im Klaren sind. Es ist was völlig anderes, ob ich ein ehrenamtliches Gremium als Präsidentin führe, also natürlich mit Einbeziehung, mit demokratischen Strukturen und so weiter. Oder ob ich in einer Hierarchie, wie zum Beispiel bei der Stadt Frankfurt am Main, als Dezernentin endverantwortlich bin für das, was in einzelnen Ämtern passiert. Da muss ich ganz anders bei bestimmten politischen Themen die Vorgaben machen. Das wird auch erwartet. Und muss gleichzeitig schauen, dass ich in den Ämtern oder in den einzelnen Institutionen, die zugeordnet sind, dann den Führungskräften ihrerseits dann auch wieder den Freiraum gebe, die sie brauchen, um ihre Führungsmöglichkeiten zu entfalten.
Also insofern, man muss den Kontext kennen und mir ist eigentlich immer wichtig gewesen, die Person, egal ob es ein Gremium ist, wo ich Pares inter Paaren bin oder ob es sehr hierarchisch strukturiert ist, den Personen, mit denen ich da zusammenarbeite, so viel wie möglich auch an Mitbestimmung zu ermöglichen, dass sie ihre Vorstellungen einbringen können, dass man also auch diskutiert und nicht einfach nur von oben herab entscheidet. Aber zum Schluss kann es sein, dass irgendeine Person den Ausschlag geben muss und sagen muss, okay, und jetzt müssen wir in die und die Richtung marschieren. Wie führen Sie denn ganz konkret? Also jetzt zum Beispiel, haben Sie einen Mitarbeiter, den Sie führen in Ihrer Kanzlei oder bei Transparency International als Mitglied des Vorstandes? Wenn Sie dann zum Beispiel morgens ins Büro kommen, machen Sie etwas ganz bewusst, was man mit Ihrem persönlichen Führungsstil bezeichnen können? Also ich weiß jetzt nicht, ob das schon Führungsstil ist, dass ich morgens erstmal gucke, dass ich allen Guten Morgen sage, zumindest denen in meiner Etage. Ansonsten, wir haben ein mehrstöckiges Haus, also da geht man jetzt nicht überall vorbei. Aber auf meiner Etage sage ich Guten Morgen und je nachdem, was anliegt, bleibe ich auch mal stehen und rede kurz mit einer Kollegin oder auch mit der Sekretärin. Und man bespricht einfach, steht was Besonderes an, dass auch alle wissen, heute müssen wir das und das erledigen, dass jeder seine Arbeit auch entsprechend einteilen und planen kann, wenn es denn nötig ist. Sehr oft ergibt sich es aber auch einfach nur aus dem Tagesablauf. Aber das ist noch nicht, also ich würde es noch gar nicht als Führungsstil betrachten, sondern es ist einfach, wie geht man menschlich miteinander um und wie gestaltet man die Arbeit miteinander? Also ob das nun Kolleginnen und Kollegen sind oder Personen, denen ich in gewisser Weise vorgesetzt bin. Und wie wird das zum Beispiel als Dezernentin, als Sie Ihr Dezernat geführt haben, was haben Sie dort konkret gemacht? Haben Sie zum Beispiel auch regelmäßig Mitarbeitergespräche geführt? Das war ja wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht verbindlich vorgeschrieben. Mhm. Das wird heute wahrscheinlich so sein bei der Stadt. Machen Sie Dinge wie Teamausflüge? Machen Sie so etwas wie Zielvereinbarungen mit Einzelnen oder mit dem ganzen Team? Also bei der Stadt habe ich 1989 angefangen, da hatten wir weit und breit noch gar keine Computer. Also das muss man sich alles mal vorstellen. Wir hatten im Sport- und Badeamt kein Faxgerät, die kamen erst so langsam auf, Handys gab es noch nicht. Also man muss schon sehen, das ist eine Weile her. Und Mitarbeitergespräche, so wie das jetzt in einem bestimmten System üblich ist, waren auch noch Fremdwort. Also da hätte sich auch jeder gewundert, wenn ich plötzlich mit sowas angefangen hätte. Was ich eingeführt habe, waren regelmäßige Amtsgespräche mit dem Sport- und Badeamt, einmal wöchentlich mit dem Rechtsamt, weil da nicht so viel immer Aktuelles war, in etwas größeren Abständen. Amt heißt dann mit den 3, 4, 5 Festen? Mit der Amtsleitung. Ja. Also beim Sport- und Badeamt war es der Amtsleiter, der stellvertretende Amtsleiter und dann je nachdem, welches Thema wir besprochen haben, dann noch aus einzelnen Abteilungen der zuständigen Mitarbeiter. Damals waren das alles nur Männer, sonst würde ich da innen mit dran fügen, noch mit dazu. Alleine das war schon neu, dass das so regelmäßig gemacht wurde. Ich habe zum Beispiel auch sehr intensiv immer rückgekoppelt, wenn wir Haushaltsberatungen hatten, dass alle Ämter auf dem Stand waren, okay, dann und dann stehen die und die Gespräche an, wir haben Sparvorgaben oder es gibt das und das Problem. Das wurde dann also mit den Amtsleitungen diskutiert, damit die so weit wie möglich einbezogen waren. Und ich habe im Laufe meiner 12-jährigen Dezernentinnenzeit immer auch mal Ämter dazu bekommen und habe dann festgestellt, die waren sehr verwundert, was sie plötzlich an Informationen aus dem Dezernatsbüro bekamen und was bei ihnen abgefragt wurde. Wie seht ihr das und das? Und habt ihr euch damit schon auseinandergesetzt? Also ich habe immer versucht, und das ist auch heute noch mein Stil, so weit wie möglich auch zu informieren, auch zu erklären, warum meine ich, dass wir in die und die Richtung gehen müssen. Warum greife ich jetzt das und das Thema auf? Weil es wichtig ist, wenn die Leute das verstehen, können sie es auch nachvollziehen und dann ist die Zusammenarbeit einfach auch besser. Und da profitiere ich ja selber davon. Woher wussten Sie, dass das sinnvoll ist? Oder anders gefragt, kann man sowas lernen? Haben Sie sich irgendwo das abgeschaut? Oder ist das einfach Ihre Art, die Sie auch schon vorher hatten? Also ich bin insofern eine Autodidaktin, würde ich mal sagen. Also ich habe nie irgendwie Führungsseminare oder so etwas besucht oder mich da irgendwie mit Büchern oder so fortgebildet, sondern mache vieles intuitiv. Also dass ich Leute informiere, damit sie wissen, um was es geht, ist für mich irgendwie logisch gewesen von Anfang an.
Vielleicht habe ich aber auch einiges durchaus im Ehrenamt, was ich ja ab Mitte der 70er Jahre in den verschiedensten Gremien im Deutschen Sportbund und damals im Nationalen Olympischen Komitee innehatte. Vielleicht habe ich da einiges auch gelernt, dass man sich eben wechselseitig informiert und darauf angewiesen ist und habe das dann auf die anderen Ämter dann auch jetzt hier im Bereich der Stadt Frankfurt übertragen. Das kann ich schon gar nicht mehr nachvollziehen nach so langer Zeit. Aber irgendwie die Weitergabe von Informationen, auch dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo hingehe, berichte an die Kollegen in einem Vorstand oder so, eine kurze Gesprächsnotiz mache, ich war da und da, habe das und das gesprochen, da gibt es die und die Idee, das könnten wir mal aufgreifen, was meint ihr dazu? Das war für mich eigentlich immer schon selbstverständlich. Aber es ist ja, wenn man sich umschaut, überhaupt nicht selbstverständlich. Und deswegen vielleicht ja auch die Engagement für Transparency International. Der Name sagt ja schon, Transparency. Die Mächtigen mögen ja manchmal auch gerade deshalb die Informationen nicht rausrücken, weil es ihre Macht erhält oder sogar stärkt. Und ich glaube, der Sport ist wirklich auch ein gutes Beispiel, in dem wir an vielen Stellen jetzt gerade wieder den Wettskandal im Fußball auch einige wenige mächtige Leute haben, meistens Männer, die alles versuchen zu kontrollieren, und je mehr ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiere und sie beteilige, umso mehr Macht gebe ich ja auch ab. Ich glaube, das ist ein Irrtum zu meinen, wenn ich alles versuche zu kontrollieren. Ich glaube, dann kontrolliere ich es meistens viel weniger, als wenn ich die Menschen auch ein Stück weit selbstständig handeln lasse. Und wenn ich Informationen für mich behalte, gut, dann kann ich sagen, ha, ich weiß etwas, was die anderen nicht wissen. Aber wie sollen die anderen dann ihre Aufgabe erfüllen? Ja, also das kann nur bis zu einem gewissen Grad vielleicht mal funktionieren oder bis zu einem bestimmten Zeitraum. Also ich habe auch mal vertrauliche Informationen für mich behalten. Das ist völlig klar, wenn man als Stadt Frankfurt in Verhandlungen war, zum Beispiel ging es einmal um die Ausrichtung des Davis Cup, ob wir den in Frankfurt ausführen oder eine andere Stadt, das steht man ja in Konkurrenz. Ja, das habe ich natürlich nicht gleich der Presse mitgeteilt, wir verhandeln jetzt, völlig klar. Aber mein kleines Team von Personen, die ich brauchte, dass sie mir die nötigen Informationen geben, die Termine abchecken, wann ist welche Halle frei und so weiter, die waren natürlich informiert. Anders kann das gar nicht funktionieren, sonst mache ich einen Termin ab und dann geht es gar nicht, weil parallel dazu das Amt einen ganz anderen Vertrag plötzlich geschlossen hat. Also ich glaube, das kann auf Dauer gar nicht funktionieren, wenn man alles für sich behält. Und wir sehen ja gerade, dass auch das im System Sport, so der Versuch, Alleinherrscher zu sein, immer mehr an Grenzen stößt im Moment. Trotzdem nochmal die Frage, es kommt ja vielleicht irgendwo her, waren es Ihre Eltern, die Ihnen da ein Vorbild waren, oder haben Sie als junge Sportlerin Trainer und Funktionäre erlebt, die Ihnen da ein Vorbild gegeben haben, oder ist es am Gericht dann passiert, dass Sie einen Landesarbeitsgerichtspräsidenten hatten, der entsprechend agiert hat, oder warum denken Sie, dass Sie so führen und nicht anders? Also so richtig Vorbilder hatte ich da eigentlich nicht. Ich musste sowieso immer alles für mich ja ausprobieren. Ich war permanent in Situationen, wo ich als erste Frau irgendwas gemacht habe. Ich war die erste Frau in irgendwelchen Sportgremien und die einzige dann oft über lange Zeit. Ich gehörte zu denen, die als erste hauptamtliche Dezernentin in der Stadt Frankfurt wurden. Dazu in einem Amtsbereich, dem Sport, was eben durch und durch männlich war. Wie gesagt, im ganzen Sport- und Badeamt, alle Leitungsfunktionen natürlich nur mit Männern besetzt. Und die haben sich auch immer gegenseitig wieder aus irgendeinem Fußballverein dann rekrutiert. Also das war schon alles sehr spezifisch, wenn man so sieht, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, da war Frau im Sport auf Führungsebene wirklich schon noch ganz, ganz was Seltenes. Ich entsinne mich an eine Sitzung, muss so 90 gewesen sein. Da ging es darum, damals liefen ja auch Olympiabewerbungen, dann haben mehrere Städte zurückgezogen zugunsten Berlins nach dem Fall der Mauer. Und da war eine Sitzung mit dem Nationalen Olympischen Komitee, mit Vertretern der verschiedenen Städte. Da waren ungefähr 60 Personen und ich war die einzige Frau. Und das Nationale Olympische Komitee hatte so als nettes Gastgeschenk Krawatten vorgesehen. Und der Generalsekretär verteilte das an die Vertreter der Städte, kam dann bei mir vorbei. Wir kannten uns schon lange aus dem Sport und sagte, Sylvia, dein Mann kann das ja vielleicht gebrauchen. Ja? Also das war die Realität damals. Und insofern war ich immer in einer Situation, wo ich wusste, es gibt gar kein Rollenmodell. Alleine, dass ich als Frau irgendwo hinkam, hat manchmal schon Irritationen ausgelöst, übrigens auch im Sport- und Badeamt.
Ich war wenige Monate im Amt, war ja dann hochschwanger, habe dann erstmal ein Kind bekommen und während ich dann noch im Krankenhaus lag, 2 Tage nach der Geburt, brachte mir mein Mann einen Blitztipp mit. Das war ja damals, gibt es jetzt seit 2, 3 Jahren nicht mehr so, die Zeitung, die immer an alle Haushalte unentgeltlich verteilt wurde. Und große Überschrift, Wahl der Miss Rebstockbad auf der ersten Seite. Und ich dachte, mein Gott, wir haben eine rot-grüne Koalition seit ein paar Monaten. Wir haben eine Frauendezernentin. Ich bin als Sportdezernentin im Amt. Und nun gibt es im städtischen Bad, dem Rebstockbad, groß angekündigt eine Wahl der Miss Rebstockbad. Und dann habe ich mir das durchgelesen. Das ist doch mit mir nicht abgesprochen. Habe ich meine persönliche Referentin im Büro angerufen, habe gesagt, sag mal, ist da was an mir vorbeigegangen? Habe ich was verpennt? Sagt sie, nee, ist mit mir auch nicht abgesprochen. Das haben die einfach gemacht. Rufe ich den Leiter vom Sport- und Badeamt an und sage, was macht ihr denn da? Ja, das machen wir doch schon immer. Habe ich gesagt, ja, aber wir haben eine rot-grüne Koalition, wir haben Frauendezernentin, wir haben eindeutig eine andere Politik. Hättet ihr da nicht mal fragen können? Das führen wir nicht durch. Und er sagte, ja, aber wieso denn? Und ihr Vorgänger, der war immer gerne in der Jury. Ja. Und da habe ich gesagt, ich will aber nicht in die Jury, ich will keine Miss Rebstockbad. Das wird es in einem städtischen Bad nicht geben. So, da habe ich natürlich von oben herab entschieden. Da habe ich mich auf keine Diskussion mehr eingelassen und habe gesagt, das geht gar nicht, weil das bringt uns ja völlig in Widerspruch zu dem, was wir angekündigt haben, wie wir jetzt mit Rot-Grün in der Stadt Frankfurt am Main unter anderem auch Politik für Mädchen und Frauen machen wollen. Aber das nur noch einfach mal so als vielleicht ein sehr plastisches Beispiel aus der fernen Geschichte. Ja, ist knapp 25, ja, aber trotzdem, meiner Tochter muss ich das schon, die ist 23, dann schon im Detail erklären, wie war das denn damals. Also als Beispiel dafür, dass es für mich da gar keine Vorbilder gab. Ja, im Umgang dann mit Männern, die immer nur mit Männern zusammen gewesen waren, was Führung, ob sie selber geführt haben oder geführt wurden, betrifft. Und die sich auf einmal mit einer Frau auseinandersetzen mussten, die ihnen dann auch noch sagt, nee, also Wahl der Miss Rebstockbad gibt es nicht. Stand zwar schon im Blitztipp, wird abgesagt. War dann schon eine schwierige Situation wiederum für alle Seiten. Da war ich, wie gesagt, auch mal so richtig hart und habe auch nicht mit mir reden lassen. Aber ja, also deshalb, ich musste immer meinen Weg alleine gehen. Und da gab es keine Beispiele. Haben Sie umgekehrt Negativbeispiele? Ich will jetzt nicht sagen, Personen, die negativ waren, aber dass Sie gesagt haben, ne, so möchte ich nicht führen. Das ist ein mögliches Modell, aber so möchte ich ganz sicher nicht führen. Also Sie haben ja wahrscheinlich auch im NOK oder im Internationalen Olympischen Komitee mit Sepp Blatter von der FIFA gesprochen. Waren das Menschen, bei denen Sie gesagt haben, ne, das ist ein Modell, aber nicht meins? Wo Sie sozusagen ganz bewusst dann gesagt haben, nee, ich mach's anders? Ja, also wahrscheinlich haben Sie mir jetzt geholfen, Ihre Frage von vorhin zu beantworten. Möglicherweise habe ich meinen Führungsstil entwickelt in Abgrenzung von Situationen, wo ich sagte, nee, so geht's nicht. Also weil ich sehr viel mich an Situationen von der Schule angefangen, da war ich Klassensprecherin und habe mich geärgert, wenn Lehrer nicht richtig informierte oder nicht zu einer richtigen Zeit informierte. Und sich dann nachher wunderte, dass wir alle empört waren, wenn man eine Information 2 Wochen später kriegt, die man eigentlich schon viel eher hätte haben und sich darauf hätte einrichten können. Oder eben auch in Gremien, gerade wenn Sie Willi Daume ansprechen, der unendlich viel für den deutschen Sport getan hat, der in manchen Bereichen wirklich ein Visionär war. Also gerade die Vorbereitung, Durchführung der Olympischen Spiele in München mit der Verbindung Kultur, mit dem hohen Anspruch, den er auch da hatte, von der Architektur über Nebenveranstaltungen im kulturellen Bereich. Wundere ich alles toll, aber ich habe in Gremien mit ihm gesessen, bei der Deutschen Olympischen Gesellschaft, wo er Präsident war, ich junges Gremiummitglied, wo er dann immer so, das haben wir sehr oft bei Sportfunktionären, so der väterliche, ach junges Mädchen, schön, dass du da bist, darfst mal was sagen, aber stör mich nicht. Und bei mir kam dann schon manchmal, naja, eine Störung, also dass ich sagte, das finde ich aber ist jetzt der falsche Weg und könnten wir es nicht so und so machen und ich habe da eine neue oder eine andere Idee. Und dann war er manchmal, das hat ihn dann irritiert, weil er hatte jetzt seine Vorstellung und dann kam man gar nicht zur Diskussion. Das sind dann schon so Punkte, wo ich mir gesagt habe, nee, also
das muss er doch wenigstens diskutieren. Wir können mich ja nachher überstimmen, aber einfach so wegwischen, das kann es eigentlich nicht sein. Also insofern, ja, wahrscheinlich ist meine Orientierung daran gewachsen, an Situationen, die ich selber erlebt habe, wo ich sagte, so kann man es eigentlich nicht machen. Da fühle ich mich nicht ernst genommen und eigentlich hat doch dann jeder in so einem Gremium oder auch ein untergeordneter Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin den Anspruch, zumindest mit den eigenen Vorstellungen ernst genommen zu werden. Sie haben gerade Olympiade 1972 nochmal angesprochen. Wie war das damals mit dem schrecklichen Attentat auf die israelischen Sportler? Wie haben Sie das erlebt? Gab es da gute Führung, sag ich mal, des Delegationsleiters, des deutschen Teams oder ich weiß nicht, was für unterschiedliche Menschen es da gab, die in Verantwortung waren. Und Sie waren ja noch jung, Sie waren 20 Jahre. Haben Sie da so das im Nachhinein, wenn Sie jetzt sich versuchen zu erinnern, das Gefühl gehabt, ja, da sind Leute gewesen, die sind gut damit umgegangen und haben uns auch gut betreut, sodass es irgendwie weitergehen konnte? Was ja auch nicht selbstverständlich war, dass es überhaupt weitergegangen ist. So, unter dem Begriff Führung habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Es war ja so eine Extrem- und eine Schocksituation für alle Beteiligten, dass man von vornherein in der konkreten Situation eigentlich an niemanden zu hohe Ansprüche stellen darf. Weil ich glaube, man da nun als teilweise Ehrenamtlicher mit im Team ist und die Olympiamannschaft führen soll und dann passiert so etwas oder ob man als Hauptamtlicher im Organisationskomitee oder sonst irgendwo für zuständig war, das war für alle extrem. Deshalb würde ich mal unterscheiden wollen zwischen der konkreten Situation und dann dem späteren Ablauf. In der konkreten Situation war die Führung der Olympiamannschaft, Willi Daume und andere, die waren ja nur damit beschäftigt zu sehen, wie sie ja, versuchen, die Geiseln zu retten, sodass die also mit Betreuung oder sowas ja gar nichts mehr zu tun hatten in dem Moment. In dem Team selber, ich bin mit dem Heinz Fallack damals nachmittags im Olympischen Dorf unterwegs gewesen. Heinz Fallack war, was war der denn? Delegationsleiter, ich glaube, im Bereich Leichtathletik. Also war schon da auch in einer Führungsfunktion. Aber auch das habe ich so in Erinnerung, dass er, so wie ich, jeder in seinem unterschiedlichen Alter, unterschiedlichen Background, unterschiedlichen Rolle, in der ich als einfache Athletin, die Gott sei Dank den Wettkampf hinter sich hatte, er schon in einer gewissen Führungsfunktion überhaupt erstmal mit der Situation für sich selber klarkommen musste. Und bei ihm eben auch die Betroffenheit da war, wir uns unterhalten haben, auch so über so Situationen. Es gab noch Bereiche im Olympischen Dorf, wo über die Lautsprecher Musik gespielt wurde. Aber kann man da jetzt Trauermusik machen? Kann man gar nichts mehr spielen? Was macht man in so einer Situation, wo man da 10.000 Athletinnen und Athleten hat, die man jetzt ja auch alle nicht so in die absolute Verzweiflung stürzen kann, wo sowieso die Verzweiflung und im Grunde das alles direkt vor der Haustür stattfindet? Also unter dem Gesichtspunkt Führung habe ich da in der Situation oder jetzt auch im Nachhinein über die konkreten 2 Tage, 3 Tage bis dann auch zur Trauerfeier nicht nachgedacht bisher. Was hinterher passiert ist oder sagen wir mal, was hinterher nicht passiert ist, das ist schon ein Teil, wo man, ich sage es wieder in Anführungszeichen, über mangelnde Führung oder mangelnden sinnvollen Umgang mit der entstandenen Situation sprechen kann. Aber auch da nochmal geschichtlicher Rückblick. Posttraumatische Belastungsstörung. Oder überhaupt, dass ein Trauma entsteht, nicht bei denen, deren Bruder getötet wird oder an denen die Kugel gerade vorbeifliegt, sondern auch bei denen, die vielleicht 300 Meter entfernt eigentlich ihr größtes Erlebnis, nämlich die Olympischen Sommerspiele, erleben. Das war damals nicht in den Köpfen. Das kam ja erst dann so nach und nach. Wir schreiben das Jahr 1972, Beginn des Umgangs oder der Konfrontation mit Terrorismus, noch gar nicht Beginn des Umgangs damit. Insofern, was konnten diejenigen, die dann vielleicht auch Dinge hätten im Nachhinein auffangen müssen, als ehrenamtliche Präsidiumsmitglieder, zum Beispiel vom Deutschen Leichtathletikverband oder innerhalb des NOK, was konnten die damals wissen, was konnten die ahnen? Also was mir
im Nachhinein gefehlt hat, dass man überhaupt drüber dann nochmal gesprochen hat in der Art und Weise, wir haben miteinander ein Problem, wir haben was erlebt, wo jeder erstmal versucht hat, mit sich selber da irgendwie mit umzugehen. Manche schieben sowas ja dann weg, verpacken es und nicht mehr dran rühren. Habe ich nie gekonnt, also bei mir ist das dann erstmal präsent und muss bearbeitet werden, kommt dann auch immer wieder hoch. So, und das, damit war man eigentlich völlig alleine gelassen. Also es hat dann nicht nochmal irgendwie eine Nacharbeit oder von psychologischer Betreuung gar nicht zu reden oder sowas gegeben. Aber nochmal, das war damals auch noch nicht die Zeit. Ich hätte mir nur gewünscht, dass ein paar mehr Menschen auch im Bereich der Funktionärinnen und Funktionäre da gewesen wären, die sagen, lass uns einfach mal drüber reden, die einfach mal fragen. Selbst wenn da eine blöde Reaktion kommt, dass da jemand vielleicht in Tränen ausbricht, wenn nachgefragt wird. Aber auch damit kann man ja dann umgehen und dann weiß man, da steckt noch was drin. Ich glaube, da sind wir heute weiter. Da würde man heute von vornherein völlig anders mit umgehen. War halt schwierig, dass wir das damals nicht gemacht haben. Und ich glaube, es tragen einige das noch miteinander rum. Wir hatten letztes Jahr, also im Sommer 2012, waren ja 40 Jahre Olympische Spiele. Und da haben wir uns bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Wattenscheid getroffen. Mit Ehemaligen aus der Ost-Olympiamannschaft, also DDR, und von der Bundesrepublik. Und da gab es auch die Diskussion im Vorfeld der Olympischen Spiele von München, macht man eine Trauerminute dort. Und da hat es dann unter uns Ehemaligen durchaus intensive Diskussionen darum gegeben, wie stehen wir denn eigentlich dazu. Wir haben dann auch einen Aufruf gemacht im Nachhinein, also nach dem Treffen zwei Wochen später in Wattenscheid, einen Aufruf gemacht, dass wir uns für eine Trauerminute einsetzen. Und da hat es erstmals so Diskussionen gegeben, ja, warum hat eigentlich damals keiner mit uns darüber geredet? Wäre eigentlich besser gewesen, man hätte Möglichkeiten gehabt, sich mal auszutauschen, mit irgendwem zu sprechen. Aber wie gesagt, das war damals eine andere Zeit. Heute würde man sehen, dass natürlich auch diejenigen, gerade wir als Gastgebermannschaft, ja, das waren ja unsere Gäste, das ist in unserem Land passiert. Und zwar die israelische Mannschaft in Deutschland. Ja, und das hängt einem natürlich schon nach bis heute. Und das ist halt nie bearbeitet worden. Aber Sie sagen, man kann im Grunde niemandem einen Vorwurf machen, weil man hat einfach damals ganz anders über solche Sachen geredet oder gedacht. Und Sie sagen, PTSD kannte man einfach noch nicht. Heute geht es mit, und das stimmt schon. Aber wenn ich so auch an aktuelle Politiker manchmal denke, Giuliani in New York 2001 bei dem Attentat auf das World Trade Center oder viel weniger schlimme Geschichten wie Naturkatastrophen, Gerhard Schröder auf dem Damm am Oderbruch oder sowas, wo heute, glaube ich, auch irgendwie in den Medien so eine ganz selbstverständliche Erwartung da ist, da geht jetzt der verantwortliche Politiker hin, stellt sich ganz vorne hin und hält irgendwie eine Fahne hoch. Das gab es damals tatsächlich noch nicht. Es war ja vor einiger Zeit dieser Fernsehdokumentation über das über 1972, wo dann auch gezeigt wird, wie sehr die Polizei vorher versagt hat, im Grunde, weil ganz kleine Andeutungen gar nicht ernst genommen wurden. Heute würde es nie wieder passieren. Vielleicht nochmal, wir haben vorhin gesagt, Sie haben Führung nicht gelernt, aber grundsätzlich würden Sie sagen, man kann Führung lernen oder man bringt es entweder mit sich oder nicht mit sich. Also grundsätzlich kann man alles lernen. Man wird ja nicht als Führungskraft geboren. Also ich denke schon, dass ich auch einiges gelernt habe, dass ich auch jetzt noch lerne. Ich mache auch jetzt noch Fehler. Ja? Also manchmal bin ich zu ungeduldig. Das ist zum Beispiel eins meiner Probleme. Bei mir laufen manche Prozesse im Kopf sehr schnell ab und dann habe ich eine Idee und bin dann vielleicht auch schon drei Schritte weiter als die anderen am Tisch, weil ich schon ein paar Möglichkeiten durchgedacht habe. Und gut, dann versuche ich und schaffe es nicht immer, zu sagen, okay, jetzt gehen wir die Schritte noch mal langsam durch. Also da hoffe ich, dass ich nach wie vor lerne und auch aus bestimmten Situationen oder auch, weil sich im Umfeld was ändert und die Erwartungen der Menschen andere werden, auch was lernen. Also wir gehen ja heutzutage auch ganz anders damit um.
was so unter dem Stichwort Stakeholder-Beteiligung läuft. Ja, das war vor 20, 25 Jahren noch kein Thema, auch nicht in der Politik. Da hat man schon überlegt, wie informiere ich zum Beispiel den zuständigen Ortsbeirat, wenn ich da im Schwimmbad was ändern will und so weiter. Aber dass ich da vielleicht noch mehr Stakeholder habe und wie ich damit umgehe und dass es ein systematischer Prozess sein sollte, das war damals zumindest noch nicht so als Begriff und als Erwartungshaltung vorhanden. Es ist heute eine völlig andere Situation. Ich habe allerdings schon immer das Gefühl gehabt, informieren ist wichtig, mit den Menschen reden ist wichtig. Ich lerne auch sehr viel, indem ich einfach zuhöre. Einfach mal ganz dumme Fragen stelle und dann plötzlich ein paar Kenntnisse habe. Ein Beispiel war, ich habe jetzt mehrere Veranstaltungen mit der Daimler AG gemacht zu bestimmten Themen im Bereich Integrität und hatte da auch Kontakt, weil es hinterher mal einen Imbiss gab oder sowas, zu Beschäftigten und bin einfach mal an irgendeinen Tisch gegangen und habe die direkt gefragt und habe dann eine ganze Menge ganz offen von denen eigentlich auch mitbekommen und konnte dann nachher auch einigen im Führungsbereich von Daimler einfach mal so ein paar Innenansichten geben und dann sagten die, wie kommen Sie jetzt darauf? Ich habe einfach mal ein paar Leute gefragt. Ja? Und das versuche ich schon und habe ich auch als Sportdezernentin hier in Frankfurt versucht, in die Ortsbeiräte zu gehen, mit den Vereinen zu reden und dann nicht immer nur mit dem Vorsitzenden. Der erzählt einem nämlich vielleicht auch nur, so was sein größtes Problem ist. Manchmal ist es wichtiger, mit einer Übungsleiterin oder vielleicht einfach nur mit einem einfachen Sportvereinsmitglied zu sprechen. Da kriegt man nochmal eine ganz andere Rückmeldung. Warum passiert das aber so oft nicht? Ich meine, das war vielleicht vor 20 Jahren, kann man sagen, da war das noch nicht die Erwartungshaltung, da hatten es einfach noch nicht so gemacht. Auch. Aber es passiert ja immer noch viel zu häufig, dass Menschen nicht beteiligt werden, dann, wenn sie beteiligt werden sollten. Stuttgart 21 ist ja zum Beispiel so ein Beispiel, wo es natürlich den langen Planungsprozess gegeben hat. Alles wurde gemacht, was sozusagen von Rechts wegen vorgeschrieben war, aber mal die Anwohner zu fragen, mal die Stadt zu fragen, die Bürger einzubeziehen rechtzeitig, hat ja offensichtlich nicht richtig funktioniert. Der Protest kam ja dann offensichtlich völlig überraschend. Und das erleben wir doch immer noch so häufig. Warum ist das so? Also Stuttgart 21 ist natürlich schon nochmal ein Extremprojekt. Das ist der eine Teil. Bei kleineren Projekten oder generell, wenn Sie so allgemein fragen. Also erstens ist natürlich ein Aufwand, andere zu beteiligen. Ich muss mich selber ein Stück weit damit in Frage stellen, weil sonst brauche ich sie nicht zu beteiligen, wenn ich nicht dann auch sagen will, okay, dann ändern wir nochmal irgendwo was. Es irritiert und so für so einen normalen, wenn ich jetzt mal so in die Stadtverwaltung zum damaligen Zeitpunkt schaue, für einen normalen Ämterablauf, ist eigentlich irgendwie besser, man macht es einfach, anstatt dann nochmal nachzufragen und dann noch was aufzunehmen oder sonst etwas. Und die Einsicht, dass die Ergebnisse aber besser sind, inhaltlich qualitativ und vor allen Dingen die Akzeptanz auch mal von einem ablehnenden Bescheid größer ist, wenn vorher etwas breiter informiert und auch Leute einbezogen wurden. Also diese Einsicht setzt sich halt erst sehr, sehr langsam durch. Und sehr oft ist es eben noch so, um Gottes Willen, das kostet mehr Zeit, mehr Arbeit, dann kriegen wir es nicht so durch, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Und ja, das ist halt schwierig und dann macht man es nicht so gerne. Aber das müssen zunehmend Leute lernen und das muss auch im Sport gelernt werden, auch in den Verbänden, wo das auch oft noch zu wenig passiert. Selbst die Beteiligung der eigenen Mitglieder oft ja nur auf dem Papier steht. Ja, vielleicht auch nochmal zum Sport und zu dem aktuellen Wettskandal im Fußball oder Doping. Wir haben gerade Armstrong erlebt. Der hat knallhart geführt, ja. Peng, Kopf ab oder du machst, was ich will. Ja. In seinem Team. Ja, 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 ja. Hat auch wunderbar. Hat niemand den Mund aufgemacht jahrelang. Ne? Aber ist das auch ein Führungsproblem? Also Doping, Wettskandale, Korruption allgemein im Sport, ist das ein Führungsproblem oder wo liegt die Ursache für diese Phänomene? Also es gibt ein Bündel von Ursachen, aber es hat immer auch mit Führung zu tun. Also
sich so wie der Herr Blatter hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt sind irgendwie schon 5 oder 6 meiner Kollegen aus dem Exekutivkomitee, mit denen ich 15 Jahre oder länger zusammenarbeite, wegen Korruption suspendiert, aber mit mir als Präsident hat das irgendwie gar nichts zu tun. Das würden Sie im Wirtschaftsunternehmen dem Vorstand, glaube ich, nie durchgehen lassen. Ja? Also würde man mal sagen, ja, also da ist wohl insgesamt etwas schiefgegangen. Und das Gleiche ist bei Doping. Also gut, dopen tut der einzelne Sportler, kann man aber auch nochmal im Detail über das Ursachenbündel gerne reden. Manipulation von einem Fußballspiel, das nimmt nicht der Herr Blatter vor, das nimmt irgendein Fußballer vor. Nur wie will ich als Organisation, ob das die FIFA ist, die UEFA oder bis weiter runter, Verein oder sonst was, denn meinen Sportlern sagen, ihr müsst euch ethisch einwandfrei verhalten, ihr müsst bitte schön die Regeln einhalten, wenn ich nicht selber mit gutem Beispiel vorangehe und dafür sorge, dass konsequent auch in meinem Gremium alle sich an die Vorgaben halten und eben nicht mal hier und da nebenbei Geld kassieren oder anderes. Also insofern hängt die Frage Good Governance im Sinne von gute Führung ganz eng zusammen mit konkreten Problemen, die der Sport auch in der Praxis, sprich Doping, Spielmanipulation und anderem heute hat. Und das gute Beispiel an der Spitze wird natürlich nicht alleine ausreichen, um für einen sauberen Sport zu sorgen. Aber das ist eine notwendige Bedingung und dann braucht man natürlich ein ganzes Bündel von Präventionsmaßnahmen, Aufklärungsmaßnahmen, von einer klaren Null-Toleranz-Haltung auch gegen jede Abweichung, wenn eher weggeschaut wird, wenn man es eher nicht so genau wissen will. Wenn selbst ehemalige Doper dann noch hofiert werden, dann ist es natürlich problematisch. Und man sieht ja am Fall Armstrong, dass mindestens weggeschaut wurde. Also alles, was bisher an Fakten auch schon unbestritten auf dem Tisch liegt, zeigt, dass das so gute Führung eigentlich nicht aussehen kann, wenn man wirklich konsequent gegen Doping vorgehen will. Ich komme jetzt eigentlich schon zu meiner letzten Frage. Und das passt sehr schön eigentlich dazu. Welche Rolle spielen Werte in unserer Gesellschaft und im Sport? Und vielleicht zeigen diese Beispiele ja, dass die Werte eine zu geringe Rolle gespielt haben, aber was können wir konkret tun, dass sie wieder wichtiger werden und auch akzeptiert werden und nach ihnen gelebt wird? Also wir haben ja zunehmend eine Wertedebatte in der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch international oder auch über Wirtschaftsethik zum Beispiel. Da hat es ja auch an den Hochschulen in Deutschland, aber wiederum auch international eine Entwicklung gegeben, dass eben Lehrstühle für Wirtschaftsethik neu eingerichtet wurden und das eine größere Rolle inzwischen bekommen. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Bei den Werten ist es so, das wird im Sport besonders deutlich, also drüber zu reden und zu sagen, wow, das sind unsere Werte, Sport ist Fair Play und wir haben ein positives Image, das ist wohlfeil und das machen alle sehr gerne. Aber zu sehen, dass diese Werte auch einen Rahmen brauchen, damit sie überhaupt wirklich gelebt werden und verwirklicht werden, da fehlt es bei ganz, ganz vielen noch. Und da ist, wie gesagt, gerade der Sport, sind die Sportorganisationen ein gutes Beispiel, die lange Zeit und weiten Teilen noch bis heute denken, also wir sind Sport und damit sind wir gut. Und wir sind Ehrenamtliche, damit sind wir gut. Mir ist es auf internationaler Ebene vor einem knappen Jahr passiert, da ging es um das Thema Good Governance. Ein Verband, der ein Bauprojekt vorstellte und ich dann sagte, naja, wenn es hier um Good Governance geht, schönes Bauprojekt, was habt ihr für Maßnahmen zur Korruptionsvermeidung getroffen, um dieses Bauprojekt, das ist immer ein Risikobereich beim Bauen, um dieses Bauprojekt auch wirklich verantwortlich durchzuführen. Und da guckte mich der Vertreter da ganz erstaunt an und sagte, wir sind alles Ehrenamtliche, wir brauchen das nicht. So als ob ich in dem Moment, wo ich ehrenamtlich bin, kein Korruptionsrisiko habe. Also das ist eine völlige Verkennung der Tatsachen. Und nur Fairplay zu predigen und zu meinen, dann kommt das alles von selber, ist halt ein Irrglauben. Auch Fairplay braucht einen Rahmen, so wie wir es in der Wirtschaft inzwischen haben, dass wir über Compliance Vorgaben geben, zum Beispiel im Ethikcode, was sind die Werte, was sind die wesentlichen Grundlagen der Firmenkultur und dann mit Richtlinien den Beschäftigten einen Rahmen vorgeben, dass sie eine Orientierung haben, das ist wieder Führung durch Vorgaben zu orientieren, sie eine Orientierung haben, was wird von mir erwartet. Nicht bürokratisch, also manche haben es auch übertrieben inzwischen mit Compliance, dass da, weiß ich, alles im Detail vorgegeben wird.
das irritiert mehr, als dass es orientiert und führt dazu, dass alle gelähmt sind, sondern dass es wirklich in die Selbstverantwortung der Einzelnen gegeben wird, aber mit klaren Vorgaben zur Orientierung und auch mit gewissen Kontrollen und einem klaren Tone of the Top, wie es so schön heißt, also Vorgabe von oben, auch das Vorbild vorleben. Und dass klar ist, abweichendes Verhalten wird im Einzelfall dann auch sanktioniert. Denn sonst wird es ja nicht ernst genommen, was da vorgegeben wird. Wenn man sagt, ach, laissez-faire, gut, wir wollen, dass ihr die Regeln einhaltet, aber wir schauen nicht genau hin und wir machen auch nichts, wenn wir merken, da hat jemand nicht die Regeln eingehalten. Das funktioniert natürlich nicht. Und das kann man im Sport eigentlich ganz plastisch machen. Da nutzt es auch nicht, die Leute einfach mit, also 22 Leute mit dem Ball auf den Platz zu stellen. Man muss schon Regeln vorgeben, damit die auch wissen, wie sie jetzt Fußball spielen sollen. Man braucht auch einen Schiedsrichter, der zur Kontrolle da ist, der auch mal eine gelbe oder im Zweifelsfall eine rote Karte gibt, damit dann die Regeln auch eingehalten oder abweichendes Verhalten sanktioniert wird. Anders funktioniert es nicht. Und genauso wie ein Fußballspiel Regeln braucht, jemanden, der die Einhaltung der Regeln kontrolliert und im Zweifelsfall sanktioniert, so brauchen wir das auch im allgemeinen Leben. Und es muss nur so sein, dass die Regeln ein gutes Spiel ermöglichen, den Akteuren genug Freiheiten lassen, um auch ihre Kreativität zu entwickeln. Und dann haben alle Spaß daran und dann läuft es auch sauber und transparent ab. Vielen Dank, Frau Schink. Dankeschön.